Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Monat Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Das wird ein toller Monat für liierte Paare. Ihr meistert gemeinsam Herausforderungen und rückt dadurch näher zusammen. Singles profitieren weiterhin von Romantikplaneten Neptun, sollten aber aufpassen, wem sie ihr Herz schenken. So, Näheres dazu dann gleich. Jetzt aber erst nochmal der Hinweis, dass es nachher wieder was zu gewinnen gibt. Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, also zu den Aspekten, die länger als nur diesen Monat wirken. Kennt ihr ja mittlerweile vielleicht auch schon. Und wir fangen an mit der ersten Dekade. Da steht jetzt das Quadrat zu Lilith. Die steht für euch im 10. Sonnenhaus oder auch für die Fische Aszendenten wirklich auch im 10. Haus. Und da haben wir die möglichen Schwierigkeiten mit einer Chefin oder mit einer Situation in der Chefetage, die aufgrund weiblicher Ereignisse passieren kann. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Eine Klientin hat zum Beispiel diese Konstellation und da kriegt die Chefin jetzt einfach ein Kind und muss eben in Schwangerschaftsurlaub gehen und keiner weiß so genau, wie es weitergeht. Ne? So eine Situation kann es halt auch sein. Schaut mal einfach und weil es ein Quadrat für euch ist, kann es auch sein, dass jemand mit euch um einen Herzallerliebsten konkurriert, also eine Konkurrentin kann es eben auch sein und vielleicht einfach auch eine Situation, die euch selber in Kontakt bringt mit euren weiblichen Gefühlen, vielleicht auch mit Gefühlen, die ihr als nicht so schön und schmeichelhaft empfindet. Vielleicht seid ihr ja auch selber eifersüchtig oder vielleicht wollt ihr selbst in Konkurrenz gehen mit jemand. Und dann geht es eben auch mal darum, sich das einzugestehen, ne? Und einfach zu sagen, in mir steckt auch eine Furie, in mir steckt auch eine wilde Frau, die kämpfen möchte für ihre Liebe. Also auch das kann passieren mit Lilith Quadrat. Da müsst ihr mal so ein bisschen reinspüren und euch vielleicht einfach auch mit dem Prinzip der Lilith anfreunden, die eben einfach für unsere wilde weibliche Seite steht. Und besonders spüren das in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 25. Februar und 4. März Geburtstag haben. Und dazu gibt es dann bis zum 4. Mai auch noch diese Opposition mit Mars. Der heizt das dann nochmal besonders an. Das kann zum Beispiel eine Situation sein, wo diese Situation mit der Chefetage oder der Konkurrentin noch angeheizt wird durch eine männliche Person dann wirklich. Ja. Kann aber auch sein, jetzt weil der Mars im Haus der Familie steht, dass ihr vielleicht ein familiäres Problem habt. Vielleicht hat auch eine Tochter einen Partner angeschleppt, der euch nicht gefällt. Oder der Sohn eine Partnerin, die euch nicht gefällt. Ne? Das sind alles so Sachen, da muss man sich jetzt mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie steht man selbst dazu? Ist man da tolerant? Oder eben, wenn man sagt, die Situation kann ich nicht tolerieren, dass man das dann auch anspricht, möglichst liebevoll und guckt, wie man das lösen kann. Und dann haben einige Fische den Pluto im Sextil, also im positiven Aspekt zur Sonne. Der steht hier im Steinbock, hier oben für euch im 11. Haus. Und das bedeutet, dass viele Fische jetzt schon seit einigen Jahren Ecken und Kanten entwickelt haben und zu mehr Power gekommen sind oder auch Freunde mit Einfluss dazu gewonnen haben, ist im Wesentlichen ein ganz guter Aspekt für euch. Manche Fische haben auch gelernt, Nein zu sagen und sich einfach ein bisschen mehr abzugrenzen und eben ein bisschen kraftvoller aufzutreten. Und dieser Aspekt, den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 8. bis 12. März Geburtstag haben. Dann in der dritten Dekade steht ja Saturn weiterhin auch für euch im 10. Haus. Also das ist auch erstmal gut für die Karriere, auch wenn es anstrengend ist. Aber da es ein Quadrat ist, kann es eben wirklich auch sehr nervenaufreibend für euch sein, sehr anstrengend. Ihr habt viel zu tun, viele Anforderungen, wahrscheinlich eben vom Job her, die dann vielleicht auch dazu führen, dass man nicht so viel Zeit für die Liebe hat. Ne? Also damit müsst ihr einfach rechnen und zwar besonders dann, wenn ihr zwischen dem 14. und 20. März Geburtstag habt. Und dazu kommt in dem Fall auch nochmal eine Opposition zum Mars, nämlich vom 25. bis 29. Mai, jetzt in diesem Mai, wird das Thema nochmal besonders stark aufgeheizt jetzt durch den Saturn. Kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Genau, ach so, und die natürlich ganz wichtig ist ja die Konjunktion zu Neptun. Der steht für euch in der zweiten Dekade und versorgt euch also mit einer sehr inspirierenden Energie. Ist euer Herrscherplanet, der steht für euch im ersten Haus
und steht da eigentlich sehr gut. Aber diejenigen Fischegeborenen, die denn jetzt direkt auf der Sonne stehen haben, die spüren das oft auch dadurch, dass sie sich ein bisschen schwächer oder sensibler fühlen. Also diejenigen von euch, die auch spirituell unterwegs sind, merken das vielleicht, dass sie stärkere Eingebungen haben, dass sie durchlässiger sind, ne? Wie man immer so schön sagt, also durchlässiger auch für Einflüsse von außen, sei es jetzt aus der geistigen Welt, aber auch von anderen Menschen. Und für die ist es besonders wichtig, dass sie sich abgrenzen. Und da könnte es gerade in diesem Monat auch zu einem Konflikt kommen, weil nämlich vom 7. bis 12. Mai der Mars dazu ins Quadrat geht, hier zu dem Neptun. Und da könnte es dann wirklich zu einem Konflikt kommen aus eurem Familienbereich her, wo ihr euch wirklich mal abgrenzen müsst oder wo vielleicht jemand in eure Privatsphäre zu sehr einbricht, ne? Und wo es zum Beispiel um solche Sachen gehen kann. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und dem 7. März Geburtstag haben. Wichtig ist auch noch der Mondknoten. Der steht ja immer noch bei euch im Partnerhaus, aber jetzt nur noch ein paar Tage bis zum 9. Mai im Zeichen Jungfrau. Und dann geht er ins Zeichen Löwe und der steht jetzt in den ersten Graden des Zeichens Jungfrau. Und damit spüren das die Geburtstagskinder, die vom 20. bis 21. Februar Geburtstag haben. Die könnten schnell noch einen Seelenpartner finden. Danach geht der Mondknoten, wie gesagt, in den Löwen. Aber je nachdem, wo das bei euch dann im individuellen Horoskop platziert ist, kann das dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkung haben. Das müsste man dann eben in einer persönlichen Beratung klären. So, jetzt steigen wir in die aktuellen Konstellationen des Monats ein, beginnend mit dem Neumond vom 26. April. Und der findet für euch statt im dritten Haus der Geschwister und der unmittelbaren Bekannten. Also vielleicht wäre es eine Idee, sich vorzunehmen, im Monat Mai wieder mehr Kontakt mit Geschwistern, falls vorhanden, oder auch mit Bekannten und Nachbarn aufzunehmen. Dafür ist das eine gute Konstellation. Oder auch vielleicht für kurze Reisen, mal in eine andere Stadt reisen, sich mal ein bisschen inspirieren lassen. Für jede Art von Austausch ist das auch halt gut. Denkt da mal drüber nach, ob es da vielleicht ein Thema für euch gibt. Genau, dann steht die Sonne zu Beginn des Monats ja im Zeichen Stier, logischerweise, und damit im guten Aspekt zur Fischesonne. Und zum Tanz in den Mai haben wir übrigens auch für euch eine sehr gute Mondkonstellation. Der Mond steht für euch im 5. Haus der Lebensfreude. Also wenn ihr ausgehen wollt, dürftet ihr Spaß haben. Genau, dann haben wir die Venus im Widder, die steht für euch im 2. Haus hier. Und damit gut. Zweites Haus ist auf jeden Fall ein gutes Haus, weil es fürs Geld zuständig ist und auch noch weiter für den Körper. Das heißt, wenn man die Venus da stehen hat, dann hat man vielleicht auch Lust zu shoppen und sich was Schönes zu gönnen. Und da sie jetzt hier aus diesem Quadrat zu Saturn langsam rausläuft, ist auch wieder mehr Geld da und dann könnt ihr euch was Schönes kaufen. Auch vor allen Dingen in der ersten Monatshälfte steht das unter guten Sternen. Und dann fühlt man sich auch gut, dann hat man eine bessere Ausstrahlung und kann man auch besser flirten oder auch den eigenen Partner wieder besser um den Finger wickeln. Deswegen gönnt euch ruhig was. Genau, und der Merkur steht auch im 2. Haus für euch. Ist auch gut, Merkur im Geldhaus ist ebenfalls gut für Geldangelegenheiten. Aber bitte mit Geldsachen noch warten bis zum 3., dann wird er wieder direktläufig. Und es könnte auch sein, dass ihr Lust habt, eine riskante Finanzaktion zu starten. Aber warum nicht? Wenn ihr euch das zutrauen könnt, kann man das machen mit der Konstellation, vor allen Dingen zwischen dem 3. und dem 16. Und die Venus, die wird ja am Ende des Monats auch noch hier in die Konjunktion laufen mit Uranus. Das könnte sogar ein ganz guter Lotto-Aspekt sein. Also vielleicht spielt ihr mal einfach, um das mal auszuprobieren. Aber noch sind wir ja Anfang des Monats. Ja, ab dem 3. Mai abends wird Merkur also wieder direktläufig in eurem Geldhaus. Das ist eine sehr gute Phase für die ersten 2 Wochen. So, und dann haben wir den Mars. Der steht für euch eben in Quadratspannung zur Fischesonne den ganzen Monat über hier in den Zwillingen. Und der steht in der ersten Dekade für euch noch bis zum 10. Mai, in der zweiten Dekade vom 10. bis 27. Mai. Und die dritte Dekade spürt das vom 27. Mai bis 3. Juni, während er eben durch die Zwillinge läuft. Genau, dann habe ich am 4. Mai für euch einen Top-Tag, weil da nämlich der Mond nochmal hier den Mondknoten aktiviert bei euch im Partnerhaus. Also das könnte ein Tag sein, wo ihr nochmal jemand Tolles kennenlernt, einen Seelenpartner vielleicht. Und einfach eine schöne Energie im Partnerhaus habt. Und auch der 5. ist deswegen für euch noch ein Top-Tag,
Mond im Patenhaus bildet einen schönen Aspekt zur Sonne und dann wiederum hier auf euren Herrscherplaneten. Das ist eine sehr schöne Energie zum Flirten und sich zu verlieben. Ja, also, dann habe ich gleich noch einen Top-Tag am 7. Die knubbeln sich bei euch in der ersten Monatshälfte. Der ist besonders schön für liierte Paare, denn da ist so eine Tendenz in der Luft, dass ihr spürt, dass ihr Herausforderungen gemeinsam gemeistert habt und das wiederum lässt die Leidenschaft steigen. Ja, und dann haben wir den Vollmond. Der steht für euch eigentlich auch ganz gut, denn er steht hier auf der Achse drittes Haus und neuntes Haus. Das sind so Erkenntnisprozesse und auch ein guter Austausch. Und die Planeten hier im Skorpion und im Stier stehen außerdem in Harmonie zur Fischesonne. Also insofern dürftet ihr von dem Vollmond einen guten Energieschub bekommen. Und vielleicht auch, wenn man das Neumond-Thema jetzt nimmt, ne, Kontakt mit Geschwistern und Nachbarn, vielleicht seht ihr dann zu Vollmond schon so ein bisschen, was das bringt oder habt eine Erkenntnis darüber, was euch da auch wichtig ist. So, dann haben wir jetzt am 11. und 12. diese Konstellation mit dem Mars, der eben hier, wie schon gesagt, in Spannung zu eurem Herrscherplaneten läuft. Hier gibt es also Querelen irgendwie zu Hause und das würde ich nicht verdrängen. Fische neigen ja manchmal so ein bisschen zum Verdrängen und zur Flucht, sondern das sollte man ansprechen. Ja? Denn ihr habt gleichzeitig diesen Aspekt, diesen günstigen Aspekt hier zu Jupiter, der steht für euch im Haus der festen Partnerschaft. Also wenn ihr einen festen Partner habt, lassen sich vielleicht eben auch so Konflikte in der Familie jetzt gemeinsam lösen, indem alle sich daran beteiligen und sich ein bisschen Mühe geben. Ja? Also insofern, deswegen würde ich nicht verdrängen. Hier ist eben so ein bisschen eure Neigung zu sagen, ach, ich gucke woanders hin oder ich träume mich da weg. Aber der Mars, der stellt euch da so ein bisschen vor die Herausforderung, euch dem zu stellen. Genau. Am 16. geht dann der Merkur ins Zeichen Stier und steht da wieder gut für euch im dritten Haus. Das ist eine schöne Zeit, um sich auszutauschen und dann eben auch neue Leute kennenzulernen, zu flirten vielleicht oder eben auch mit dem Partner zu plaudern. Da steht er im guten Aspekt für euch für den Rest des Monats und läuft bis zum 26. Mai durch die erste Dekade des Stierzeichens und danach dann durch die zweite Dekade. Und demnach habt ihr auch am 19. einen Top-Tag, weil ihr so gute Zuhörer seid. Und das macht euch eben attraktiv. Ne? Hier mit dem Merkur im dritten Haus, dann hier schöner Aspekt zum Mond, der in eurem Zeichen steht. Und das heißt, ihr habt mal wieder alle Antennen ausgefahren und könnt dadurch eben einfach jemanden bezirzen, der sich bei euch wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Genau, am 19. fängt ja dann auch die heiße Phase an, wo die Venus eben in diese ganzen Spannungsaspekte läuft und die steht ja bei euch im zweiten Haus, im Geldhaus. Und die beteiligten Planeten stehen dann einmal bei euch im Haus der festen Partnerschaft. Hier geht es also um Geld und gemeinsame Werte. Das ist zunächst mal ein schöner Aspekt, vielleicht eine Erkenntnis auch, vielleicht fällt euch ein, was ihr euch gemeinsam mit dem Partner anschaffen wollt und macht dafür Pläne. Aber dann läuft die Venus ja eben in dieses Quadrat zu Pluto am 25. Das heißt, in diesem Prozess kann es passieren, dass sich jemand einmischt, hier zum Beispiel aus eurem Freundeskreis und dadurch und vielleicht Forderungen hat. Vielleicht hat euch jemand Geld geliehen und hat nun Forderungen. Hier ist das Geld und da ist eben jemand, der Forderungen stellt. Und das könnte dann wieder die Pläne für eine gemeinsame Anschaffung durchkreuzen. Deswegen seid da mal drauf gefasst, dass das da vielleicht nochmal zu einer Störung kommt. Aber zum Schluss ist eben auch das Potenzial für ein Happy End gegeben. Da kommen wir aber gleich noch zu. Nochmal zurück zum 20. Da geht die Sonne in die Zwillinge und damit auch in Spannung zur Fischesonne und in euer Familienhaus. Das heißt also, diese Familienthemen bekommen jetzt nochmal mehr Aufmerksamkeit, eventuell auch Umzugspläne. Auf jeden Fall habt ihr dann den ganzen Monat, also die ganze Zeit, wo die Sonne in den Zwillingen steht, eine besondere Energie für alle Pläne rund um euer Heim oder eben um eure Familie. Das heißt also, falls es da vielleicht auch ein bisschen Turbulenzen gibt, dann kümmert euch einfach drum, weil es eben einfach jetzt ansteht vom Thema her. Das ist auch für Zwillinge Aszendenten wichtig. Genau. So, dann am 29. haben wir ja dann diese Konstellation mit dieser Drachenfigur, wo dann fast alle Planeten dran beteiligt sind. Hier haben wir also diese
Konstellation in eurem Familienhaus. Hier haben wir Saturn im Karrierehaus. Da könnte es einerseits einen Konflikt geben zwischen Forderungen in der Familie und Anforderungen in der Karriere, aber vielleicht, weil diese sind hier alle positiv eingebunden, vielleicht findet ihr da eben auch eine Lösung. Man kann ja auch den Spieß umdrehen und Familienmitglieder mal einspannen, damit sie euch unterstützen. Ja, also ich denke mal, so zum Ende des Monats werden so manche von den Konflikten, die sich da gezeigt haben, sich lösen lassen, weil man einfach auf originelle Ideen kommt, originelle Lösungen kommt. Ne? Vor allen Dingen ist das eben auch eine Zeit fürs Finanzielle, die sehr interessant ist. Und wo ich dann eben sagen würde, da könnte man mal versuchen, Lotto zu spielen, so Ende Mai und dann so am 3. Juni auch nochmal, da ist diese Konstellation exakt, wäre mal so ein kleiner Tipp von mir. Ja, meine Lieben, soweit eure Konstellationen im Mai. Und wenn ihr ein individuelles Horoskop euch wünscht, wo wir nochmal nachgucken, was ihr noch so für Planeten in den Fischen habt oder ob ihr vielleicht Planeten in anderen Zeichen habt, dann wäre das die Gelegenheit. Schaut euch doch bitte mal auf meiner Webseite um, um zu sehen, ob da was für euch in Frage kommt. Und dann könnt ihr das ganz einfach direkt auf der Webseite buchen und dann schreibe ich euch und wir vereinbaren einen Termin. Genau, und jetzt zur Verlosung. Diesmal gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema, was ihr euch aussuchen könnt. Und um in die Verlosung hineinzukommen, postet mir noch bitte einen netten und interessanten Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Da braucht ihr nur hier drauf zu klicken. Außerdem habe ich auch wieder einen Akademietermin. Ich habe einen neuen Kurs, da geht es um die Liebessterne und der beginnt am 6. Mai. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen prickelnden Mai und alles Gute mit den Sternen.